Ja, die Zugfahrt 2017 war natürlich sehr speziell. Das Abfahren ein bisschen spezieller als Auffahren. Dazu habe ich natürlich noch nicht gewusst, dass ich gewinnen würde. Nein, es ist natürlich extrem, mit extrem viel Freude komme ich da wieder an. Also von dem her hoffe ich, dass das wieder so wird enden. Die Verletzung ist relativ, also natürlich sehr, sehr blöd gewesen, vor allem sehr langwierig und man hat einfach nicht genau gewusst, wie lange das jetzt genau alles dauert und so. Die Pause hat mir natürlich sicher extrem viel reifer gemacht, vor allem Kopf, aber auch physisch natürlich viel weiter gegangen. Also ich habe das Jahr nicht einfach, das Jahr ist nicht verschwendet gewesen in dem Sinn, sondern ich habe schon an vielen anderen Punkten an mir können arbeiten. Aber natürlich wäre ich sicher lieber Skirennen gefahren als umher angesessen. Sobald man nachher wieder auf die Ski und so, ist das alles eher einfacher geworden. Und dann ist die Karriereende eigentlich eh nie mehr nur ansatzweise in den Kopf. Meine Schulter geht heute super. Also, da ist alles mega gut verheilt, die Kraft ist da. Aber auch das Gefühl ist wieder alles eigentlich da. Also von dem her, da gibt es gar nicht mehr an dieser Schulter. Ja, meine Resultate jetzt die letzten paar Abfahrten, also die vier Abfahrten, die wir jetzt hatten, sind sehr erfreulich. Also dreimal Top 15, einmal nicht in den 30. Irgendwann muss ich auch Lehrgeld zahlen, das habe ich mit dort ein bisschen gezahlt. Das Abfahrt von Samstag, ich weiß noch nicht genau, also die Ziele haben sich auch nicht verändert. Top 20 wäre mega, aber solange ich Top 30 bin, bin ich eigentlich zufrieden.